Erik ten Hag und Ajax empfingen im Champions-League-Quali-Hinspiel der zweiten Runde Sturm Graz. Das Team von Heiko Vogel, der kein Geheimnis machte aus der Außenseiterrolle seines Teams in der ausverkauften Johann Cruyff Arena. Aber der österreichische Vizemeister in Schwarz stand in der Anfangsphase nicht nur hinten drin, sondern ließ sich auch vorne blicken. Die Ecke, dann der Fehler von André Onana, dem Keeper von Ajax. Aber seine Vorderleute kriegen diesen Bock hier irgendwie ausgebessert. Ganz guter Start von Sturm, aber dann Minute 15 und die tolle Einzelaktion von Hakim Ziyech. Der marokkanische Nationalspieler mit dem 1:0 für Ajax, 15. Minute. Und es gibt freundliche Hilfe von Jörg Siebenhandel, dem Keeper der Grazer. Ajax von jetzt an wie aufgedreht. Enorm viel Spielkontrolle, richtig viele Möglichkeiten. Klaas-Jan Hünteler aus der Distanz, der Innenpfosten, Glück für Graz und dann wieder Hünteler. Der allerdings scheitert an Jörg Siebenhandel. Die spanischen Unparteiischen hatten ihn, der es nicht verstand, auch noch zurückgepfiffen. Kein Abseits war es. Der Grieche Aflonitis hebt es auf. Hünteler wurde trotzdem zurückgepfiffen. Aber er musste nicht wirklich protestieren. Siebenhandel war ja da. Und was kam noch von Sturm Graz in Halbzeit 1? Nicht mehr wirklich viel. Kurz vor der Pause Ferreira mit dem Schuss. Aber der jagte auch dem Sportdirektor von Ajax, Marc Overmars, keinen Schrecken ein. Er will dieses hochtalentierte Team unbedingt zusammenhalten. Er möchte mit Ajax unbedingt in der Champions League spielen. Aber Ajax verlor so ein bisschen den Faden nach Wiederanpfiff. Und Graz machte das klasse. Der eingewechselte Lovric. Dann haben wir Peter Tschul und das Zuspiel für Fabian Koch ist exzellent. Der Abschluss ist es nicht. Koch protestiert sofort beim Unparteiischen. Alejandro Hernández, aber der lässt es laufen. Erstmal gucken wir auf das tolle Zuspiel, dann Koch und da kommt wirklich Matthijs de Ligt angeflogen. Es gibt den klaren Kontakt. Das ist viel mehr Elfer als keiner. Pech für Sturm in doppelter Hinsicht. Er hätte den Ball reinmachen können und eigentlich eben auch noch den Strafstoß kriegen müssen. Fabian Koch, andere Seite, kurz darauf. Das ist das Zuspiel von Van de Beek auf David Neres. Und jetzt gibt es den Pfiff. Jetzt gibt es den Fingerzeig. Und Anastasios Aflonitis versteht die Welt nicht mehr. Nur zu erahnen, dass es hier einen Kontakt gab. In jedem Fall viel weniger Elfmeter würde ich das Ganze Schöne zum Ersten, Schöne zum Zweiten. 2:0 Ajax Amsterdam, 57. Minute. Ein mehr oder weniger geschenkter Elfmeter für die unterm Strich sehr, sehr starken Niederländer. Und dann auf dem zweiten Bildungsweg der Däne Schöne vorbei an Siebenhandel, der gut reagiert. Aber keiner der Kollegen reagiert schnell genug, um dann den Torschützen, der sich feiern lässt, noch entscheidend zu stören. Sturm Graz so gut reingefunden hier in Durchgang 2, aber jetzt das Ganze wieder wie weggeblasen. Das Selbstvertrauen, das sie sich 10 Minuten lang erspielt hatten. Jetzt waren sie wieder zweiter Sieger, auch in den direkten Duellen. Klaas-Jan Hünteler fast mit dem 3:0. Wir machen den Sprung, Minute 87, der eingewechselte Dusan Tadic. Und so schlecht hat man Klaas-Jan Hünteler, den ehemaligen Schalker, schon Ewigkeiten nicht mehr köpfen sehen. Freistehend nach wunderschöner Vorarbeit von Ziyech und auch von Tadic. Aber Hünteler macht nichts draus. Klaas-Jan Hünteler, zwei Möglichkeiten mit dem Kopf. Und in Minute 86 scheitert er mit dem Fuß an Jörg Siebenhandel, der seinen Fehler aus Durchgang 1 richtig gut verarbeitet hatte. Und was kam vorne noch von Sturm? Nichts mehr. 90. Minute. Hier Länder sucht Anastasios Aflonitis vergeblich. Der kommt nicht richtig ran an die Kugel. Erik ten Hag und Ajax gewinnen am Ende mit 2:0. Verdientermaßen dem Spielverlauf nach gegen Sturm Graz. Die Niederländer fahren mit einem guten Ergebnis im Gepäck zum Duell der Vizemeister am 1. August in Graz.